Ich habe immer noch meinen Tarnanzug an. Ist das noch etwas einfacher hinbekommen? Mit dem CD-Wechsel. Was ist da eigentlich? Hä? Was war das für ein Geräusch? Hier ist kein Geräusch. Hm. Der leidet eindeutig an Verfolgungswahn. Hä? Was war das für ein Geräusch? Besser als beim letzten Mal. Frag mich auch, wo drauf er steht. So, jetzt. Das war früher mal besser. Gucken, was gab's hier? Nichts von Interesse, oder? Narration. Ich bin doch voll. Und Farmers Buletten. Body Armor. Yep.
einer schon weg. Gerne rückwärts, eindeutig. Ich komme immer durcheinander. Es ist viel zu sehr gewohnt, dass man mit X bestätigt. Nicht mit Kreis. Ich möchte doch nur zu Vulcan Reef. Weiß ich doch alles schon.
Kriegt ihr auch. Fertig. Das ging sehr echt schnell diesmal. Wunderbar. Ja, ja. Das war die Koi Octopus und nicht der DARPA-Chef. Dass du es mir nochmal erzählen willst. So, noch ein Geheimnis um Naomi. So, Zeug einsammeln. Stealth-Anzug sollte ich ja durchkommen. Oh, schade, kann ja nicht alles einsehen. Hier ist echt alles voller Kameras. Stinger. Da. Da auch. So, dann bin ich jetzt auch schon bei Metal Gear. Der jetzt versucht einen Weg zu finden, wie Metal Gear gestoppt werden kann, indem man die Parkcodes hübsch eingibt, die thermoadaptiven Legierung. Meine Lieblingsleitern. Ich denke, ein Problem hat hochzukommen. Mann. Bei der Labertasche.
Format hat die Überlegierung. Sehen Sie die Eingabe? Ja, ich kenne die Eingabegeräte. Barcode 1, 2 und 3. Du nervst. Wahrscheinlich kann man den Alarm sogar einfach wenden, indem man wieder die Treppe läuft. Dauert mit der Leiter hier. Ich weiß auch nicht, was da los ist. So, schon ist man wieder in Sicherheit. Den Park hier holen. Kann man angeblich auf dem Minendetektor sehen. Wahrscheinlich muss es erst runter in die Suppe. Natürlich nehme ich zuerst die Bombe mit. Bin ich blind? Haben Sie den Schlüssel? Nein. Verdammt. Was ist passiert? Hey! Hey! Ich dachte, er hätte sich ein Stück weiter weggeschmissen. Mist. Ein sinnloser Tod mehr. Aber immer weiß ich jetzt, dass es die Ratte ist. Die den Schlüssel hat. Mist. Ratte hat mich zuerst gesehen. Ach, wo ist denn jetzt die Ratte wieder hin?
Oh. Jetzt hat sie ihn einfach da gelassen. Muss sie nicht mal verprügeln. Sehr interessant. Genomsoldaten sind nicht die Schlauesten. Gucken, Pal, da Pal. Jetzt. Palcode Nummer 1 aktiviert. Warte auf Palcode Nummer 2. Dann soll sie mal warten. Diese nette Stimme aus dem Computer. Hä? War das denn Geräusch? Hä? Hä? Hm. Still closed. Ich müsste eigentlich auch mal wieder spielen. Ab in die Kälte. Irgendwann wird das sich schon verformen. Wie ist denn der Raketen hab ich eigentlich? 32, das passt. Ah!
Okay, ich werde. So. Zack. Der Park hier hat eine neue Farbe und neue Form. Und wieder nach oben. Also jetzt ein bisschen unkreativ geworden. Ein bisschen Spieldauer erhöht. Back to King. Das PSG1 holen war ja schon nervig genug. Hier dauert echt ein bisschen. Immer wieder schön, dass er alles neu laden muss mit Musik und überhaupt. Und wieder raus. Du hast die Leiter hoch. Den Parkour heiß machen. Das kriege ich auch hin.
Jetzt muss ich ja wieder Aufzug fahren. Das dauert immer so lange. Okay. 74. Ich bin aber nicht voll. Okay. Ach komm. Voll fies die Kamera. Und es dauert wieder. Auch vorher nicht bewegen und schon hier einen Ausgang. Schon ein bisschen doof. Naja. So, hier wird es jetzt ein bisschen warm. Thank you.
Achterpark hier ist rot. Wunderbar. So, und schnell wieder zurück. Nicht, dass sich der Schlüssel zurückformt. Warten, warten, warten. Wobei der Aufzug ja noch geht, der andere ist schlimmer. Und ich nicht weiß, wozu diese Zwischenhalt hier gut sein soll. Vielleicht irgendeine Sicherheitsmaßnahme oder so. Einfach nur, um den Spieler zu ärgern. Das kann ja auch sein. Noch mal Telefon. Naomi, die die Wahrheit über sich sagt. Dass Gray Fox ihr Bruder ist, sie Snake hasst und alles deswegen. So, jetzt wird sie verhaftet. So. Endlich unten. Stealth-Anzug einfach. So, hier hat sich wieder alles aufgefüllt. Ration brauche ich nicht. Nehmen wir nochmal ein packendes Dinger mit. Das. Noch mehr Stinger, da hätte ich gar nicht rübergehen müssen. Oh,
Und ein letztes Mal nach oben. Wache verwirren. Hä? Was war das für ein Geräusch? Hä? Ja. Wo war der Wind? Hey, der Park hier ist noch rot. So, der Master sagt mir jetzt, dass er nicht der Master ist, sondern Nickwit. Aber Snake braucht übelst lange, um das mitzubekommen, ey. Das ist unglaublich. Dabei sind die Stimmen doch wirklich ähnlich. Gasmaske, Gasmaske. Und Rotakon anrufen. Snake, das Glas ist kugelsicher. Rotakon versucht sein Glück. Ah, noch eine Ration. Und Türchen ist auf. Liquid, noch eine Ration. Dann mal Liquid hinterher. So, Stealth-Anzug brauche ich jetzt auch nicht mehr. Liquid! Egal. So, ich stelle mich jetzt hoffentlich nicht zu blöd an wie beim letzten Mal. Dass ich immer alles wegmachen muss. Voll einfach. Ups. Sollen wir nach oben gehen, bitte, Snake? Danke. Die Raketen können irgendwie nicht vor seine Füße zielen.
So, erste Runde fertig. Jetzt. Nein, dir. Das kann ich nicht. Kann ich endlich sterben? Das geht nicht. Das kann ich nicht. Nach Sansibar wurde ich aus der Schlacht genommen. Nein, weder das kann ich nicht. Weder sehr noch tot. Es geht nicht. Das kann ich nicht. Unsterblicher Schatz in einer Welt des Lichtes. Sein Freund kann er nicht umbringen. Das kann ich nicht. Obwohl er dann sterben wird. Es geht nicht. Macht alles das keinen Sinn. Nicht. Noch ganz nah dran. Das ging gerade eben zu gut. Zu viel Risiko ein. Fertig. So. Zum Glück hatte ich noch Rationen, sonst wäre ich dann auch wieder tot gewesen. So. Na, legst du eine Pause ein? Liquid, du lebst noch. Ich sterbe nicht. Nicht solange du lebst. Sudom, deine Revolution ist wohl fehlgeschlagen. Bloß weil du Metal Gear zerstört hast, werde ich kaum den Kampf aufgeben. Den Kampf? Was willst du wirklich? Eine Welt, in der Krieger wie wir gewürdigt werden. Wie einst, wie es sich gehört. Das war der Traum des Big Boss. Es war sein letzter Wunsch. Als er jung war, zur Zeit des Kalten Krieges, brauchte man Männer wie uns. Wir wurden geschätzt. Wir waren erwünscht. Doch heute ist alles anders. Den Lügnern und Heuchlern, die die Welt regieren, ist Krieg nicht mehr dasselbe. Wir verlieren unseren Platz in einer Welt, die uns nicht mehr braucht. Einer Welt, die unsere wahre Existenz missbilligt. Das weißt du so gut wie ich. Wenn ich diese Rakete abschieße und meine Milliarde bekomme, werden wir Chaos und Ehre in diese verweichlichte Welt zurückbringen. Ein Konflikt führt zum nächsten. Neuer Hass wird geschürt.
und wir erweitern stetig unseren Einflussbereich. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Konflikte auf der Welt. Das Problem ist Gleichgewicht. Vater wusste alles über Gleichgewicht. Ist das der einzige Grund? Ist das nicht genug? Für Krieger wie uns? Ich will so eine Welt nicht. Ach, Lügner! Weshalb bist du hier? Weshalb befolgst du Befehle, auch wenn deine Vorgesetzten dich betrügen? Wieso bist du hier? Ich werde es dir sagen. Du genießt das Töten. Das ist es. Was? Leugnest du das? Hast du nicht schon fast alle meine Kameraden getötet? Das war... Ach, ich habe dich dabei beobachtet. Voll von Kampfesfreude warst du. Nein, das stimmt nicht. In dir steckt ein Killer. Oh, du brauchst es nicht zu leugnen. Wir wurden dazu erschaffen. Erschaffen? Les enfants terribles. Nee, das darf man wieder überspringen. Die Gnomsoldaten. Hast du je von der Theorie der... Dreh dich um. Meryl. Lebt sie? Ich weiß nicht. Vor ein paar Stunden lebte sie noch. Immer rief sie deinen Namen. Okay, hier ändert sich noch nichts. Colonel. Dann kann ich das noch alles überspringen. Ich glaube, nach dem Kampf kann ich dann alles noch in Ruhe zeigen. Haben mich extra angestrengt fürs gute Ende. Wenn du gewinnst, kannst du sie vielleicht retten. Du kannst vor dem Bombenangriff noch kurz die Liebe genießen. Überschreite diese Linie nicht. Aus dieser Höhe bedeutet das den Tod. Ach Quatsch. Jetzt, Snake! Los geht's! Au. Hab mir nicht meine Ration übrig gelassen. Ha, hab's noch getroffen. Guter Schuss! Ups, da war ich. Hey, ist explodiert! Hey, ist explodiert! Freu mich doch schon! Keine Eile! Was ist los, Snake? Beeil dich, sie explodiert! Ist ganz schön schnell. Beeil dich, sie explodiert! Oh Mann, ich stelle mich gerade sehr doof an. Naja, häng dich mal fest. Keine Zeit!
So knapp. Na dann nochmal. Jetzt, Smelt, los geht's! Ich beeil mich doch. Gib mir Mühe, dich runter zu schubsen, Liquid. Nur keine Ungeduld. Diesmal könnte es vielleicht was werden. Ganz vielleicht. Nein, doch vielleicht. Ups, das wollte ich aber nicht. Barrel. Ja, passt. Barrel? Gewesen sein. Es war nicht so schlimm. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Du warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Meine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake, ich wollte dich wiedersehen. Meryl. Mein Codec. Snake, ich bin's. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut, sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein, wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja, folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein, es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt.
Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge. Ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirb mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Merrill. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Wir müssen hier raus. Was ist mit ihm? Wo ist Otacon? Er kämpft eben. Jetzt mit seinem alten Ich. Um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Sonst müssen wir doch auf unsere Liebesszene verzichten. Sieht so aus. Schade. Wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell! Nicht schlecht, Snake. Schnell! So, mal schauen, ob ich das diesmal beim ersten Mal hinbekomme oder ob ich mehr Versuche brauche. Eine Sicherheitskamera. Natürlich. Kein Schlüssel. Okay, hier ist der Schlüssel. Los geht's! Ah, ich habe schon wieder viel zu viel Leben verloren. Das ist nicht gut. Weite Straßensperre läuft. Das schaffen wir nie. Snake, schieß uns frei. Bin schon dabei. Ja, 3-1 ist halt unfair. Sie auch so durchblättern können. So, das Liquid wieder. Los, nichts, Snake! Es ist nicht vorbei!
Liquid! Nächster Versuch. Oh Mann. Schnell. Jedes Mal das Gleiche. Immer bin ich zu blöd. Ich fahre. Eine Sicherheitskamera. Verdammt, kein Schlüssel. Ich hab dich, komm! Ich hab das Maschinengewehr mit der Waffentaste vorhin. Los, Snake, schieß! Bin schon dabei. Liquid. Vielleicht reicht's ja diesmal. Es ist nicht vorbei. Liquid. Thank you.
bislang noch ganz gut aus. Gerüttelt. Meryl, kannst du dich bewegen? Hat keinen Zweck. Geht nicht. Was ist mit Liquid? Ich kann ihn nicht sehen. Liquid ist tot. Huh? Snake! Wenn er tot ist, bedeutet das... Sag's nicht, Snake. Was ist mit dem Luftangriff? Keine Stealth-Flieger in Sicht. Snake, hören Sie mich? Colonel, sind Sie okay? Colonel, was ist los? Der Verteidigungsminister wurde verhaftet. Vorzeitige Pensionierung. Verhaftet? Ich konnte den Präsidenten erreichen. Metal Gear, die Übung, alles. Es war alles ein Alleingang des Verteidigungsministers. Ein Alleingang? Was ist mit dem Luftangriff? Dem Atomangriff? Die Befehle wurden aufgehoben. Die F-117 und die B-2 Spirits kehrten zur Basis zurück. Ich habe erneut das Kommando über diese Operation. Aha. Washington würde Geheimnisse nicht mit einem Atomangriff vertuschen. Ich war nicht sicher. Egal. Die Gefahr ist vorbei. Danke, Snake. Colonel, keine Sorge. Meryl ist okay. Wirklich? Danke. Danke, Snake. Snake, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel verschwiegen habe. Schon in Ordnung. Colonel. Snake, ich bin kein Colonel. Oh ja, richtig. Ich habe eine Überraschung für Sie. Bei Ihnen in der Nähe ist ein Schneemobil. Mai Ling sah es auf dem Satellitenfoto. Zu dieser Jahreszeit sind die Gletscher ziemlich ruhig. Sie sollten da einfach rausfahren können. Ich wette, die Jungs vom DIA und vom NSA hätten Sie nicht lebendig zurückerwartet. Ich auch nicht. Ich lasse mich besser nicht mehr sehen. Keine Sorge, ihr beide seid offiziell tot, nachdem der Jeep im Meer versank. Das wäre ohnehin fast wahr. Auf Fox Island wartet ein Helikopter auf Sie. Dr. Hal Emmerich müsste irgendwo auf der Basis sein. Jemand soll ihn holen. Verstanden. Ich kümmere mich darum. Okay. Roy, sind Sie in Ordnung?
Keine Sorge. Ich habe eine Art Lebensversicherung. Eine Kopie von Mylings Daten. Solange ich das habe, sind Sie, ich und Myling sicher. Die Batterie für die Nanomaschinen ist fast leer. Sie können uns nicht mehr folgen. Wir werden uns wohl nicht wiedersehen. Keine Sorge. Ich werde Sie besuchen. Wirklich? Da freue ich mich drauf. Roy, sagen Sie mir etwas. Was? Über Fox Dye. Meryl ist okay. Sie war nicht in das Programm eingeschlossen. Was ist mit mir? Es tötete Liquid. Naomi will selbst mit Ihnen persönlich darüber sprechen. Wie geht es ihr? Keine Sorge. Eileen ist gerade bei ihr. Ich stelle zu Naomi durch. Snake, ich bin's. Naomi. Ich hörte über meinen Bruder. Tut mir leid. Ich sollte Ihnen eine letzte Nachricht übermitteln. Hm? Er sagt, Sie sollen ihn vergessen und nun Ihr eigenes Leben leben. Frankie sagte das? Ja. Er sagte auch, dass er sie immer lieben wird. Naomi, Ihr Bruder rettete Sie, mich und die ganze Welt. Er kämpfte mit aller Kraft, die er in sich finden konnte. Vielleicht hat er endlich Frieden gefunden. Er war nicht mehr wie mein Bruder. Seit dem Kampf mit ihnen in Sansibar war er fast wie ein Geist. Er suchte einen Platz zum Sterben. Naomi. Liquid starb auch an Fox Dye. Was ist mit mir? Wann sterbe ich? Es liegt an Ihnen. Was meinen Sie? Jeder stirbt, wenn seine Stunde schlägt. Ja, und wie viel Uhr habe ich? Es liegt an Ihnen, wie Sie Ihre Zeit nutzen. Leben Sie, Snake. Mehr kann ich nicht sagen. Das Schicksal jedes Menschen ist im genetischen Code festgelegt. Es kann nicht geändert werden. Aber es gibt mehr im Leben. Ich weiß das jetzt. Ich sagte es bereits, der Grund, weshalb mich Gene und DNA interessierten. Ich wollte wissen, wer ich war, woher ich kam. Ich wollte durch das Analysieren meiner DNA herausfinden, wer ich war, wer meine Eltern waren. Dieses Wissen sollte mir helfen, einen Weg für mein Leben zu finden. Aber das stimmte nicht. Ich fand nichts. Ich lernte nichts. Genau wie mit den Genomsoldaten. Sie verfügen über die Genominformationen, aber das macht sie nicht zu den stärksten Soldaten. Wir können nur über DNA sagen, dass sie die potenziellen Stärken steuert. Das potenzielle Schicksal. Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Snake, es ist nicht wichtig, ob Sie im Fox Dye-Programm sind. Wichtig ist, dass Sie das Leben wählen. Und dann leben. Glauben Sie nicht, Snake? Keine Sorge. Ich werde das Leben auch wählen. Bis heute habe ich nach einem Grund zum Leben gesucht. Von heute an werde ich nur leben. Gene existieren, damit wir durch unsere Kinder Hoffnung an die Zukunft weiterreichen können. Leben ist eine Verbindung zur Zukunft. So verhält sich alles Leben. Gegenseitige Liebe, neue Erfahrungen. So geben wir die wichtigen Dinge weiter. Ich habe das erkannt. Den wahren Sinn des Lebens. Danke, Snake. Ich fand das hier. Behalten wir es als Erinnerung.
Als eine Erinnerung an eine erfolgreiche Mission oder an unser erstes Treffen? Als Erinnerung an das Leben. Hm? Bis heute habe ich nur für mich gelebt. Überleben war das Einzige, das mich interessierte. Du bist nicht der Einzige. Es geht allen so. Ich fühlte mich nur lebendig, wenn ich dem Tod gegenüberstand. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt das an meinen Genen. Und jetzt? Was sagen dir deine Gene über die Zukunft? Vielleicht ist es Zeit, für jemand anderen zu leben. Jemand anderen? Ja. Jemanden wie dich. Vielleicht ist das die Art zu leben. So, wohin, Snake? David. Ich heiße David. Okay, wohin, Dave? Ich denke, es ist Zeit, wir schauen uns nach was Neuem um. Was Neuem? Ein neues Ziel. Werden wir das finden? Bin ich sicher. Da bin ich sicher. Was ist das? Karibus. Die Indianer halten Karibus für ein Symbol des Lebens. Es wird bald Frühling hier. Für uns auch. Ja. Frühling bringt zu allem neues Leben. Eine Zeit der Hoffnung. Ich habe lange hier gelebt. Aber Alaska war nie schöner als jetzt. Der Himmel, das Meer, das Karibu und vor allem du. Ich glaube, ich könnte mich an dieses neue Leben gewöhnen. Komm, lass es uns genießen. Zu Ende. Kann man das eigentlich überspringen? Den Abspann habe ich ja schon mal gezeigt. Und der Sound war nicht so gut. Nee, geht nicht. Dann lass ich's einfach mal laufen. Oh.
Unser Leben darf nicht von unserem Schicksal, unseren Genen bestimmt werden. Menschen können ein Leben wählen. Wichtig ist, dass sie das Leben wählen. Und dann leben. Ja, Sir. Die ganze Einheit wurde ausgelöscht. Die beiden leben noch. Der Träger? Ja, Sir. Foxtie sollte bald aktiv werden. Genau nach Plan. Ja, Sir. Ich habe alle Daten über den Testsprengkopf von Rex. Nein, Sir. Meine Tarnung ist intakt. Niemand weiß, wer ich bin. Ja, der DARPA-Chef kannte meine Identität, doch er wurde entsorgt. Ja, der Unterlegene hat tatsächlich gewonnen. Richtig. Bis zum bitteren Ende dachte Liquid immer, er sei unterlegen. Ja, Sir. Ganz Ihrer Meinung. Jemand wie Sie sollte die freie Welt regieren. Ja, ja, Sir. Nein, Sir. Niemand weiß, dass Sie der Dritte waren. Solidus. Was soll ich mit der Frau machen? Ja, Sir. Ich beobachte Sie weiter. Ja, vielen Dank. Wiedersehen, Mr. President. Sogar der Endtext ist ein bisschen anders. Cool. Meine Bewertung. Oh, ich bin schon wieder ein Leopard. War leider doch nicht ganz so gut, wie oft. Hey, ja, gut. Dann mache ich mir jetzt wieder ein. New Game Plus Spielstand, falls ich irgendwann mal wieder Lust habe. Oh, jetzt ist es rot geworden, ist ja cool. Und dann kann ich dann, wenn ich irgendwann mal wieder Lust habe, mit Bandana und Stealth-Anzug durch die Gegend rennen. Ja. Dann hätten wir das auch. Ich glaube, es gibt auch nur die zwei Enden. Ich glaube, wenn man fünfmal gespielt hat, dann darf man in einem schicken Anzug rumrennen und nicht in dem Sneak-Anzug, aber sonst gab es, glaube ich, jetzt nicht so viel Spannendes, was man noch machen könnte. Außer natürlich noch besser werden. Ja, gut. Dann war es das von meiner Seite aus. Ich würde jetzt mal die Überreste von der Kuchenschlacht aufräumen. Der war lecker, der Kuchen. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann irgendwo vielleicht mal wieder. Tschüss.